willkommen zurück zu einer weiteren ballastigen Folge Party Animus mit einem Mann, der Fußball nur mit seinem Gesicht spielt. Kreis. Gesichtsball, ne? Ja. Also. Ich find's eh erstaunlich, dass du noch so gut reden kannst, weil dein Gesicht sieht übel aus. Ja gut, ich habe Wechselgebisse ganz viele. Ich habe Wechselgebisse. Was nimmt man denn da? Es gibt keinen Fußballer, ne? Es gibt nur einen Footballer. Ja, so einen richtigen Fußballer gibt's nicht. Was ist denn so ein bisschen Soccer-mäßig? Oder wir sind so Tigers. Boxtiger. Warte, ja. Ja. Hast du einen roten nicht? Hab ich auch, wenn du lieber rot willst. Hast du keinen schwarzen? Doch, auch. Aber ich dachte, wir nehmen einfach mal nur roten jetzt. Das sind doch hier Koreaner, ne? Bisschen weihnachtlich. Alter, bei mir... Boah. Alter! Was da? Was ist war das? Keine Ahnung. Jetzt so rein in der Mitte. Jetzt mach den rein. Da ist keiner da. Mach den doch rein! Es ist keiner da! Über die Bande! Was sind eigentlich unsere Mitspieler? Ich habe keine Ahnung, wir spielen irgendwie nur zu zweit offensichtlich. Anscheinend, aber jetzt komm! Nochmal! Ja! Alter! Es ist drin! Zwei Mann! Zu zweit gegen sechs? Was? Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Guck mal, da im Publikum da hinten, so eine französische Bulldogge. Ich will diesen Kakadu. Ja, oder Kakadu oder was das ist. Alter, das ist so voll geiles Zeug. Franz Kukan. Boah, er ist losgefettet. Wie bin ich jetzt schon wieder genockt? Och nö. Was machen denn die Gänse da? Ich hab was macht er da? Keine Ahnung. Er haut mich K.O. Was macht er? Warum? Hä? Ich hab keine Ahnung. Dumm? Das sind richtig komische, dumme Gänse. Vor! Boah, ey, das war eine Rakete. Der Brotter hat sich gedreht, als ich ihn geboxt hab. War auch noch nicht gesehen. Der hat mir richtig gespin-punched. Ich schieß ihn raus. War ein sauberer Butterschuss. Oh Gott, ich liege hier hinten rum. Mittelfeld, Libero. Oh, putz. Aber ich... Ich mach hier den Stern von Alkuna. Jetzt. Dass dir aber auch Shishiri hier nicht abpfeift bei solchen Fouls. Nee. Uff. Der rollt jetzt rein, oder was? Nee, der ist noch nicht... Nö! Alter! Boah, Schwein kippt rein. Und meine Gans ballert mich noch um hier. Ja, die Gänse machen sich untereinander die ganze Zeit. Haha, witzig. Guck mal, ich hab dich geschlagen und dann hebe ich dich hoch und trag dich durch die Gegend, weil das so funny ist. Wir sind so richtige Funny-Gamer. Wir nehmen das nicht alles so ernst. Wir schwitzen nicht, aber wir haben Skript an. Uff. Spiel ihn raus! Ich brauch vorne jemanden. Was ist mit euch? Wieso schlagt ihr den nach hinten? Wie dumm. Keine Ahnung. Ich bin genockt. Komm, hau das Ding weg. Oh. Vorsicht, die Gans könnt ihn sogar reinzockern. Ich hab ihn ins Mittelfeld gebracht. Ist so ein... Aber die Gans kriegt's wieder nicht hin. Geht er Richtung Tor. Weißt du, das gegnerische Team schwitzt wie blöde, ne? Ja. Und die Gänse... Ah, jetzt... Oh, nö. Okay, der ist Gott sei Dank schräg. Aber siehst du, wie weit der auch rollt, ne? Bis du da bist, kannst du gar nicht aufhalten. Da ist er! Ja, oh. Schönes Ding. Als ob!
Er ist heiß. Springt das Ding doch rein. Ah. Was? Oh nö, du bist die letzte Hoffnung. Raus. Ja, ja, oh, oh, ja, bitte, ja, bitte, ja, bitte. Ja, 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 bitte, 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 bitte. Als ob. Oh, die Gans ist mal nicht nutzlos gewesen. Wow, endlich mal eine Nutzgans. Ey. Eine Nutzgans. Oh. Alter, Beast Soccer. Ich hasse es. Ich hasse Beast Soccer so sehr. Das ist so richtig auf Schändungsniveau. Ein bisschen Beast zwischendurch. Boah, der ist hot, der ist hot. Der ist hot. Der ist Zittermann, du, der ist Zittermann. Ja, boah, ist Zittermann, jetzt noch hinten das Schweinchen deck. Mach da hinten, oh nein, was ist das da los? Die Gans schlägt frei, aber in die falsche Richtung. Da kommt LT, der macht nochmal eine kleine Faust, so den Rocky Palocki. Über die linke Seite, oh, da kriegt er Schläge vom Affen. Das sieht gar nicht gut aus. Jetzt muss einer rein. Aus. Der geht in die Mitte, oh, locken. Die Gans verfehlt den Kopfstoß. Die Möglichkeit wäre da gewesen. Den hätte Großmutter Gretel doch schon selbst reingemacht, jo. Und da kommt nochmal der Tiger mit der Faust. Komm schon, komm schon, komm schon. Nee, die Marktszene mit dem Ball, ne? Ist auch legendär. Oh, jetzt! Nein! Der schlägt er nach rechts, da war die Möglichkeit. Was, oh, was ist da los? Der Ball, der zittert. Und jetzt wieder in die Mitte rein. Da ist komm die schon! El Ganso! Ich gehe ein bisschen raus. Entzerrung da vorne im Strafraum. Bin genockt. Ich spiele zurück. Bam. Jetzt geht er rein über die Ecke. Was wird das? Ein Eckball. Ich komme da. Ja. Oh, der ist gut. Der ist gut. Ich hab ihn wieder heiß gemacht. Jetzt! Da muss jemand in der Mitte sein! Oh, nee, ich wurde K.O. geschlagen in der Mitte. Der Otter in der Mitte hier. Otter in the middle. Oh. Ich hab ihn erstmal entzittert. Jetzt musst du übernehmen. Jetzt kommt Gänsestoß nach vorne. Boah, alter Flying Pig. Aber die haben da hinten Backdoor Otter. Na, der Backdoor Otter. Der Otter öffnet seine Hintertür. Boah, Otterkelle. Ich geh Miete. 30 Sekunden noch. Oh, das ist kein Draw werden. Der Otter geht jetzt aggressiv vor. Nur noch rausspielen. Jetzt geht's hier auf Zeit, du. Oh, ich hab das Schwein mit meinem Gesicht abgelenkt. Ich hab ihm seinen Fuß mit meinem Gesicht gebrochen. Der ist aber hot. Das ist nochmal hot, aber da kommen die letzten 10 Sekunden. Wenn er jetzt nicht reingeht in den Hotpot, dann ist das der Sieg. Block das Ding. Ich flippe mir in die Ecke. Ja, Zeitspiel. Zeitspiel. Schöner Flipball. Richtig auf Corner-Basis. Da hinten, guck mal, die Doggen applaudieren, die Pinguine feiern. Die kacken die Bänke voll. Die kacken die Bänke. Die entleeren aus Freude, entleeren sie ihre Kloaken. Die Ente da, was ist mit der los? Keine Ahnung. Kopf über rein, so guck mal hier. Ausrambolt. Mein Arsch ist auch mein Gesicht. Was will er uns sagen? Was? Oh, nicht nochmal Soccer. Bitte nicht nochmal Soccer. Nein, denn dann Trebuch. Bitte mach den Trebuch, Mann. Mach mich da. Verwöhnen wir meinen Trebuch. Boah. Ich find's krass, wie selten die neue Karte kommt. Mir ist so ein Stück Harzer Rolle irgendwie in die Nase geflogen gerade. Du bist doch gar keine Harzer Rolle. Irgendwie so hier ein Bavaria Blueschimmelkäse kam plötzlich durchs Fenster. Hat mich an der Stirn getroffen, da musste ich niesen. Schön Bavaria, so einen schönen blauen stinkenden. Boah, ich hab noch nie gegessen, ich esse ja so kein KS. Echsen war auch schon ewig nicht mehr. Ist vielleicht so Lava-Echsen? Ja, so Lava-Echse, Urzeit. So schöne, heiße Ramirez-Gecko. Opti und Fleur.
Ramirez. Und James. James ist auf jeden Fall am Start. Ist auch so ein Lizarder. Oh, irgendwer hat wieder unser Spiel verlassen. Soll ich dich rüberschicken? Boah, sind zwei nicht zu viel? Weiß ich nicht, aber ich halt... Oh Gott. Die schlagen mich K.O., aber ich lieg auf der Bombe. Er kriegt sie nicht. Doch, er kriegt sie noch. Oh nein, er hat sie noch bekommen. Drecksack. Bin rausgebombt. Schmeiß den Feuerwerk raus. Da konnte ich nichts mehr... Alter, wie die Bombe mich auch noch wegballert, ne? Also bitte. Ich habe immer so ein Karma. Da ist eine Bombe von uns. Vorsicht, wir schicken jetzt was rüber. Noch nicht. Noch sind sie abgelenkt. Halt sie auf. Oh, Mist. Sie kriegen mich. Ihr mit unglücklichen Mate. Sie hat die Bombe gelöscht im Wasser. Ich habe ihre Bomben gelöscht. Die wollen es echt hart wissen. Ja, die wollen es wissen. Boah! Ich lass mich nicht so schnell unterkriegen. Komm schon. Die dürfen keine Bomben hier rüber shooten. Oh nein, ich bin weg. Ich treib ab. Die shooten. Alter, und wie? Nein. Okay, das ist böse. Eine konnte ich noch entschärfen. Boah, egal. Und da kommt schon die nächste. Ich lieg die auf der nächsten. Schnapp dir die Bombe. Bei mir liegt eine Bombe. Wo? Bei mir. Alter, die war schon eigentlich im Wasser. Die war, eigentlich war die schon beim Nachbarn. Ey, jetzt brauchen wir echt einen Trick. Sonst sind wir am Sack. Nur einer? Hä? Ich kam nicht mal ganz rüber. Ja, weil da zwei Männer nicht gut. Wollen wir Bomben zu uns kommen? Ich hab den Katapult wieder leer geräumt. Lagen drei Bomben im Katapult. Es lagen drei Bomben im Katapult. Jetzt fliegt er mit mir raus. Kann mich jemand rüberschießen? Ja, die ziehen gerade. Na, verteidige. Ich habe zwei Bomben. Ja, ich habe den richtig auf die Fresse gegeben. Scheiße. Ah, Mist, ne. Ich konnte die zwei nicht aufhalten. Oh, ich liege hier bewusstlos in der Ecke. Ah, oh, alles gut. So schießt er denn eine rüber? Was soll denn das, Affe? Und dann fällst du ins Wasser, Alter. Wenn du solche Mitspieler hast, brauchst du auch keine Gegner mehr drüben. Bam! Aber ich hab nochmal was draus gemacht aus der Bombe. Ah, ich bin weg. Aber ich hab den jetzt nur noch mal schön Zweierding rüber. Da haben wir's geschafft. Eine unserer Bomben hängt leider. Was macht die? Die schießen, ja. Oder? Ja, die schießen, Achtung! Ist jemand am Defenden? Oh mein Gott. Nur Onkel Dämlich. Ja! Alter, wie knapp das war, wie ich die zwei noch mitgenommen habe. Da hinten ist noch einer aktiv von denen. Alter, haben wir denn niemanden drüben? Das ist so qualvoll, das mit anzusehen. Jetzt kommt die nächste Welle. Die gewinnen das. Weil niemand irgendwas rüberschießt. Zwei Bomben, ich noch einer. Ich liege bewusstlos, weil hier einer ist. Was soll ich denn rüberschießen? Wir haben ja niemanden hier. Was? Alter, die war schon auf dem Wasser. Nimm die Bombe! Raus mit dem Ding!
Achtung, die machen noch mehr Bomben. Geh an unseren Spawn, geh an unseren Spawn. Ich glaube, die schießen. Muss jetzt verteidigen. Bis ich wieder da bin. Ich bin tot, ich habe aber den Hund mitgenommen. Okay, jetzt schnapp dir die Bomben. Ich schieße dich einer rüber. Okay. Komm schon, du musst jetzt halten, gehen die Ecke. Bleib hier in der Ecke liegen, ja. Ja! Komm! Bam! Oh. Alter, das war jetzt nochmal richtig, richtig schwitz. Auch gefühlt wieder nur zu zweit gespielt, ne? Ja, ich weiß ja nicht, was mit diesem Affen los war. Keine Ahnung, du. Schießt irgendwie eine Bombe rüber, danach springt er ins Wasser. Guck mal, wie ich da springe. Aha, ich guck da hinten so, hallo. Ich springe auf den Kegel, sieht man nur nicht. Dass das wir das eben noch gerissen haben, ne? Ja, wenn dann Ichiban oder Winter, keine Singularität mehr hier. Alter, Blackholing. Kein Blackholing. So Ichigordon, so einen doppelten Ichigordon. Ichigordon? Nein, Ichiban haben wir in der letzten Runde richtig den Otter gedemütigt, sodass der Bruder dann den Scuff-Controller rausgeholt hat. Ja, genau. Er hat dann gesagt, ich hol Scuff. Oh, Alter, hier ist ein Tantra-Häschen. Oh. Das ist ganz vorne, der Morgen. Und Petrus. Petrus spielt mit. Jetzt Alter, haben wir ein Problem. Jetzt haben wir richtig Props. Aber Fozzy B ist noch ein Bossy F. Alter, beim Dosen naschen. Achtung, die Katze ist hot. Devil Cat. Oh, boah, Alter, ich hab eine Devil Pfanne Alter Schwede, der bereitet hier den Weihnachtsbraten aber richtig vor, oder? Was sind denn hier die verdammten Pläne? Hast du gesehen, Ikea in Großbritannien, da kannst du so einen truthahngroßen Köttbullar kannst du da gewinnen, quasi. Oh, da ist eine Schaufel. Ich krieg sie nicht, nimm du! Jetzt muss ich ihn erstmal treten. Nice. Oh. Boah, Alter, hier dieser komische Winterslush hier, ne? Boah! Ich bin in Wald geflogen, wirklich. Winterslush hat mich hier richtig. Jetzt muss aber auch controllen, ne? Achtung, Winterslush lebt noch, der will hoch. Vorsicht. Der Hase wird unsichtbar. Geh da hinten bei diesem Nasenring-Stier. Da bist du eigentlich gut verkeilt. Da kann man dich schlecht wegschmeißen. Naja, aber gut, der Unsichtbare ist ja auch hier irgendwo noch. Ja, das meine ich ja, deswegen. Boah, komm schon. Alter, reinrollen. Der Unsichtbare ist direkt vor dir. Nice. Boah, noch eine Banane. Aber warte, ich slip ihm auch was entgegen. Als ob. Beide Slips hat er überlebt. Ja, so ein Bananenschutz. Hat seine Slippery Shoes angezogen. Ist er nicht eben gerade daneben gesprungen? Boah! Alter. Vorsicht. Dem traue ich nicht über den Weg, da dem Hasen. Der ist Tantra und sowas. Aha, mal Krishna und so ein Scheiß. Das ist eine aktive Tantra. Bombe! Du musst aufpassen, da gerade bei so Yoga-Leuten und so, ne, die spannen schnell einmal die Frau aus, habe ich gehört. Ja, machen die gerne. Das ist eigentlich Teil des Programms. Alter, dieses Tantra-Häschen. Eine kleine Tantra-Pfanne. Ey, alle machen nur noch Dropkicks, ne? Dieses Spiel besteht eigentlich nur noch aus Dropkick. Hier liegt der Lolli. Den du ihn haben willst. Schnapp ihn dir. Boah! Was war das denn, Alter? Und dann ist er auf dem Hasen irgendwie. Alter, was war das für ein Tantra-Kick? Keine Ahnung, aber das ist eine Tantra-Bombe. Santros. Alter, und. Ey, dieser Elch geht mir so auf den Sack. Ja, der Elch ist ein Sacker.
Als ob. Ey, und ich war auch noch mit dem Rücken, dem Po irgendwie verkeilt in Stein. Die haben mich in die Pfanne gelegt, Alter. Guck mal, rausrollen. Ey, wie hat der denn mit dem Lolli einen Dropkick rausrollen gemacht? Wie geht das denn? Kann ich nicht betonen. Was? Der Hase lag doch neben dir und es hat ihn null gejuckt. Ja, aber ich habe halt auch keine Tantra-Atmung. Die Bananen fliegen, die Bomben liegen. Ichiban. Da kommt noch eine Banane rein. Oh, noch eine. Oh, Ichibanana, ja, klar. Ichibanana. Sleepy or Red Banana. Er hat sich gedropkickt mit einem Lolli. Ja, ich weiß nicht, er hat irgendwie den Rutsch von der Banane ausgenutzt, um in der Luft zu treten. Ja komm, Alter, wenn jetzt der Elch aber nicht tot ist. Was? Ja. Okay, er ist noch tot reingerollt. Aber Vorsicht, also die Tantra Boys sind... Oh, das sind Chucks. Wer hat sie? Wer hat sie? Klar, der Elch. Alter, Johannes, Petrus und Johannes, Alter. Ganze Bibel-Crew spielt hier mit. Joe Bible und seine Boys. Joe Bible? Boah. Boah. Die Chucks. Wo sind sie? Keine Ahnung. Die Ohren. Der Hase. Ja, der Tantra-Hase. Wie auch immer er das geschafft hat. Ich hab beide vielleicht raus. Ey. Wie kommt der Hase wieder rein? Ohne Witz. Bist du noch am Leben? Ja. Jamis auch, Alter. Hier. Jamis ist rausgesprungen, Idiot. Da oben in Höhe ich Gift oder sowas, ne? Alter, wie schnell der Elch sich auch bewegt. Guck mal, es geht gar nicht. Doppel-K.O. mit Bombe noch weggepusht. Na, jetzt werde ich hier getasert. Trifft den Elch nicht. Als ob! Der mit dem Rolf tanzt, ey! Onkel Rolfs Tanzputze. Der sich den Wolf schranzt. Vorsicht, von da kommt der Nebel. Und der kommt von allen Seiten gerade. Echt? Von rechts ist aber stärker. Also. Von da, wo du jetzt liegst, ist stärker. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Ich werde wahrscheinlich tot sein. Was? Er hat mich getötet! Mit einem Dropkick! Ja, ja. Ah, Alter! Ein Kick und Rip. Ja, Elchhausen gewinnt das. Aber Elchhausen hat auch Scripts wieder. Nee, Elchhausen hat nicht gewonnen. Das war Rot. Hä? Wieso hat Rot gewonnen? Ich weiß nicht, wir müssen Rot auf jeden Fall eliminieren. Ein Rot, das geflogen. Dieses Spiel, ne? Ist so random, Alter. Das ist Wahnsinn. Och, Mann. Oh, ein unsichtbarer. Nice. Als ich weiß, ich gebe einen Dropkick und berühre nur so ganz mild. Richtig. Milky Drop-mäßig, weißt du? Boah, Alter. Ich lieg hier jetzt ziemlich böse auf Torpedo-Basis. Ich lieg hier auf Bombenbasis, ey. Es gibt's nicht und ich. Ach, ich bin tot. Alter, Rot ist unfassbar. Vorsicht, der gibt übelst die Torpedonummern. Was? Boah. Ne, weg. Ja, und Rot, ich wette, er gewinnt das jetzt.
Wir müssen Rot ausschalten. Als ob! Die Bomben direkt rein und er so... Hä? Er hat ihm die Waffe aus der Hand genommen. So was geht? Jetzt rennt er alleine in den Nebel, weil er irgendwie... Wo schießt er denn hin? Was hat er denn vor? Alter, was macht der Typ? Was macht der? Hast du es gerade gesehen? Was war denn das? Hat sich gedacht, oh, ich geh jetzt in den Nebel mit dem Ding. Weil ey, guck mal, alle haben richtig hart geschwitzt auf uns, aber gegen die anderen haben sie nichts gemacht. Nein, auf einmal war der ganze Schwitz weg. Das ist mittlerweile dieser Elch hat geschwitzt wie blöd, um mich zu besiegen. Und dann, ja, Kies und Kreis und raus. Jetzt spiele ich wie ein Dame-Luck. Es ist irre. Jetzt spiele ich wie jemand, der irgendwie zum Frühstück Pfadfinder trinkt. Pfadfinder-Eier zum Frühstück. Alter Lollikane. Ey, wir beiden sind doch die Einzigen, die voten. Und ein armer Irrer. Ja. Was sagtest du heute zum Frühstück? Oh, ein paar Pfadfinder-Eier mit Farbverdünner. Hoden? Nein, ein richtig Eier. Die legen sowas. Die legen Eier, wusstest du das nicht? Pfadfinder-Eier? Aber dann müssen die erst das Abzeichen machen. Der goldene Schwanz. Musst du 6 Jahre am Stück in einem Hühnerstall wohnen. Vielleicht mal wieder Krokodile. Weißt du, Captain? Hier so ein PJ Pink. Boah, das ist hier irgendwo an der Seite. Ganz hinten, ja. Ein pinker Schlafanzug habe ich, glaube ich, gar nicht. Hast du gar nicht? Krass. Ja, nur halt den normalen, mit dem Präsidentenschlafanzug. Alter, Alonso Orion. Alonso Orion. Und Marusta. Alonso mein den Orion. Jetzt hier, guck mal, meine Abkürzung. Oh, scheiße. Oh, wir schon, erster am Bär. Hau die Fledermaus tot. Boah, wie alle jetzt kommen. Alter, ich werde hier so geprügelt. Okay, die Blauen gehen alle full Fledermaus. Was ist da los? Die Blauen gehen voll Fledermaus. Alter, was ist da los? Die haben doch Scripts. Hau die Fledermaus! Versuch's! Boah, unsere Mates haben aber da hinten ganz viel von dem kleinen Gummi geholt, weil wir sind ja wirklich alle nur am Großen. Ich komm nicht mehr zu mir. Guck mal, wie lange ich bewusstlos bin! Ich bin instant wieder bewusstlos. Boah, Alter, der hat mir auf den Schließmuskel geboxt. Das ist natürlich eine fiese Technik. Jetzt aber! Zieh das Ding raus. Boah, die haben unser ganzes Team ausgelöscht. Aber ich lebe noch. Die haben unser ganzes Team ausgelöscht. Ich brauche hier so schnell wie möglich Hilfe. Ich versuche sie so lange wie möglich. Ich verteidige mich jetzt da hinten. Ich brauche Hilfe. Ich bin unterwegs. Alter, ich habe mich in die Ecke verkeilt und habe da wirklich ausgehalten. Jetzt hebeln. Alter. Und die Fledermaus noch reingeschmissen. Ja, aber die holen ganz viel Kleincandy. Vorsicht. Die haben den großen Gummimann. Nicht schlagen, ich bin dran. Es war schon getriggert. In deinem Gehirn vielleicht. Ich brauche jemanden, der hebelt. Als ob der nicht reinfällt. Der kullert nochmal raus. Ich mache hier Pfannen. Oh. Ich bin tot. Du musst es jetzt schaffen. Ja, oh, irgendwie. Ich bin weggeboxt. Und die schleppen mich weg, absichtlich. Hebel, lass den Hebel los da hinten. Alter, er schleppt mich weg. Alter, habe ich den Hund geballert. Jetzt zieh. Nice. Ich auch noch mit in die Hölle. Alle mit in die Hölle genommen. Boah, jetzt müssen wir weiter was... Nur noch Kleinkram eigentlich.
Zwei kleine und wir hätten es geschafft. Wenn einer den Lolli. Du distractest den Bären und ich hol kleinen Vieh. Oder ist kein kleinen Vieh mehr? Nee, das spawnt doch nicht. Die haben das irgendwo versteckt. Alter, wie viel haben die denn da oben? Ja, wir haben den Bären. Wir haben den Bären. Just ich bin pull tot. Oi, oi, oi. Oh yeah. Also, die hatten da oben richtig gepachtet. Ja, sollen sie pachten, ey. Auf der Zuckerbank. Auf der Zuckerbank. Die Millionen auf der... Da habe ich Millionen Kalorien auf der Zuckerbank. Ich bin Kalorienmillionär, Alter. Boah, wie wir da hinten weggewühlt werden. So, Leute. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bewerten, kommentieren. Haus am Kraken, was? Auf Wiedersehen und tschö.